Hallo, willkommen zurück bei Night of the Dead. Wir haben jetzt den ersten Tag. Die erste Hortennacht ist überstanden. Ich habe mich jetzt auf den Weg gemacht, einen neuen Bauplatz gesucht und mich hat es doch wieder zurück in die Stadt verschlagen. Hier hatte ich schon in Staffel 1 die Base, die Hortenbase gebaut und hier habe ich jetzt angefangen, erstmal Fundamente zu setzen. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Warum also nicht da, wo wir schon mal waren, wo es gut lief? Ja, gesagt, getan, bin ich hergelaufen. Na gut, es gab etwas Schwierigkeiten unterwegs. Das Inventar ist so gut wie voll. Ich konnte jetzt auch nichts mehr looten. Wir müssen unbedingt Kisten bauen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal wieder anfangen, die ganzen Werkbänke zu bauen, Kisten zu bauen und dann müssen wir hier looten. Und wie sich das Ganze entwickelt, das ist noch alles offen. Kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Eventuell machen wir hier, wo ich mich jetzt drauf befinde, das Fundament noch etwas größer. Bauen ja auch ein paar schöne Wände ringsrum, tun hier unsere ganzen Werkbänke und unser ganzes Loot hinein. Und dann hier den Gang oder den Weg, den wir jetzt sehen, könnten wir eigentlich auch als Fallensteg bauen. Das einzigste Problem sind diese verdammten Lampen hier. Die können wir leider nicht umbauen, die sind einfach zu hoch. Die Mülleimer, die Bänke, die kann man einfach hier bequem, so wie ich das hier schon mal angefangen habe, mit dem Fundament überbauen. Und das werden wir ja auch tun, dass wir die Bänke, Brunnen hier überbauen. Ja, also lasst uns mal anfangen. Wie gesagt, Fundamente sind gesetzt. Als nächstes brauchen wir wieder Werkbänke und vielleicht sogar hier vorne nochmal ein Fundament mehr ran. Oder bauen wir erstmal Wände. Vielleicht sind, glaube ich, Wände sinnvoller. Dass wir erstmal ja, eine Art Hütte bauen, dass die Zombies uns dann auch drin nicht mehr sehen. Ich hoffe mal, wenn wir außer Blickfeld bleiben, dass die uns dann ignorieren. Denn hier ist wirklich eine Menge los. Fundamente. Ja, bauen wir hier noch ein paar Fundamente dran. Dann müssen wir jetzt 3x4 haben. Das ist erstmal gar nicht so verkehrt. Und dann kommen hier noch. Guck mal einfach mal, was haben wir denn eigentlich? Was ist denn das hier alles? Schutzmauern, ein Tor. Das würde ich dann sogar hinten an dem Zaun, den wir sehen. Der ist ja zum Anfang erstmal gar nicht so übel. Wenn sie reinkommen, kommen sie entweder dort, wo ich hinschaue, rein. Da können wir aber eine Wand, ein Schutztor davor bauen. Oder wir ziehen einfach eins quer rüber. Oder hier vorne ist der Eingang. Sag mal, die können schon mal nicht von allen Seiten kommen. Die Wand schützt uns hier etwas. So, wir hätten hier spitze Dächer, ein Dach. Dach ist auch nicht so verkehrt. Wenn wir jetzt richtig schön hier eine Hütte bauen mit Dach, das hat was. Eigentlich ist das jetzt, glaube ich, gar nicht so notwendig. Würde einfach reichen. Fundament, Werkbänke drauf, fertig. Aber wir wollen das auch ein bisschen schön bauen. Wir müssen uns auch beeilen. Zeit schreitet voran. Also, wir benötigen ja Werkbänke. Wir brauchen ja Holz und Holzbretter. Also geht es doch wieder bei den Werkbänken los. Werkbank bauen. Immer dasselbe, ihr kennt das ja auch mit den Werkbänken. Wie baut man es? Wo baut man sie hin? So, Werkbank ist gebaut. Beziehungsweise Ausrüstungsfertigungstisch. Dann haben wir gesagt, brauchen wir den Materialverarbeitungstisch. Ich habe jetzt Snappen aktiviert, ich habe es mal deaktiviert, dass wir den nicht ganz so an die Kanten bauen, falls wir da noch Wände hinbauen, dass das später auch alles passt. Den haben wir gebaut. Sieht erstmal klein aus, aber wird ja noch größer, haben wir festgestellt.
So, die Werkbank. Da brauchten wir Holz und Holzbretter. Einundzwanzig Stämme haben wir. Ich habe ein bisschen Sorge, dass sie uns von außen sehen und gleich hier, dass es hier gleich Ärger gibt. So, Werkbank. Drehen wir auch gerade. Sollte so halbwegs passen. Ganz so pingelig müssen wir jetzt nicht sein. So, und dann fehlt ja noch der Forschungstisch. Könnten wir auch gleich bauen. Da brauchen wir Nägel dafür, Seil. Ja, den bauen wir jetzt auch gleich noch. Oh, hier riecht es nach Ärger. Jo. Ja, da kommt der jetzt ja nicht hoch. Doch, über den Brunnen kommt er hoch. Oh Gott, da ist dieser dicke Schlachter da hinten. Wäre sogar praktisch, wenn wir jetzt hier direkt eine Falle hinbauen, dass wenn sie zu uns wollen, erstmal direkt über eine Falle kommen müssen. Ja, den müssen wir uns annehmen. Er wird sicherlich jetzt hier fressen. Hat schon was von einem Igel. Gott. Die Feinde sind alle. Wo ist Pfeil? Oh Gott, mein Leben. Wartet. Meine schönen Pfeile. Können wir sie nicht quappen? Oh, ein Pfeil hat er gebraucht. Ein Pfeil hat er noch gebraucht. Ich halt's nicht aus. Oh, hier eine Lootkiste. Was haben wir bekommen? Pfeile ohne Ende. Die nehmen wir ja immer noch auf. War knapp. Knochenhandschuhe. Sehe ich gerade. Sehr schön. So, was bringen die? Gewicht plus 4, Schaden plus 4, Widerstandsspule 1, Giftspule 2, Zündungsspule 1. Aber die Spulen, das habe ich ja immer noch nicht rausgefunden. Okay, Forschungstisch. Da waren wir stehen geblieben. Den wollten wir noch bauen. Ach, wartet mal, wir müssen nicht alles so in die Ecken knietschen. Okay, so, jetzt können wir forschen. Jetzt können wir auch Wände bauen. Für Wände brauchten wir. Seile, Holz und Bretter. Seile. Da können wir jetzt 8 und 18 Stück erstmal herstellen. Das machen wir komplett. Herstellen. Wir haben eine Menge Stoff. Eine Menge Stoff nicht. Blätter. Da können wir erstmal Stoff draus herstellen. So, dann. Da sind wir eigentlich schon wieder voll.
Falsche Werkbank. Drei Wände, das können wir machen. Dann sind die Bretter alle. Ich überlege gerade, ob wir ein Fenster reinbauen. Ob das sinnvoll ist. Das sinnvoll ist, hier ein Fenster reinzubauen. So, wir brauchten Holzbretter. Sehr schön. Da haben wir schon mal die Rückwand gebaut. Guck gerade, Stunde 8 hat geschlagen. Können schon mal vorbereiten. Oder wir brauchen ja noch eine Kiste. Wir müssen mal sehen, was wir hier freischalten. Wir haben ja jetzt einige Forschungspunkte, Forschungsmaterialien gesammelt. 153 Stück. Mist, schnelles Sehen. Forstarbeiter, Zerstörung von Bäumen. Zusätzlicher Schaden an Bäumen 20%. 25 Punkte. Wir gucken erstmal das Wichtige. Der Ingenieur, Junior Schmied. Junior Baumeister, was ist das? Wissen über Holzverarbeitung. Materialien für Gebäude aus Holz, minus 20%. Was suchen wir eigentlich? Bauer, Jogger, Boxer, Tierjäger. Wir machen erstmal Forstarbeiter. Forschung. Dann den Baumeister. Forschung. Wartet mal hier. Schneller Abriss. Und was haben wir hier noch? Materialerstattung beim Abreißen plus 10%. Machen wir auch Forschung, falls wir uns verbauen und wir werden uns sicherlich verbauen oder umbauen möchten wollen. Ach so, Kisten wollte ich ja bauen. Kisten. Aufbewahrungskisten. Da haben wir die so ganz normale Menü. Ach, hier kann man ja noch scrollen. Wartet mal. Fundamente. Lagerkiste. Oh nein, wir brauchen Bretter. Lagerkiste, Sicherheitsaufbewahrungsbox. Wir brauchen erstmal Lagerkisten. Dazu brauchen wir wieder Bretter. Das heißt, wir gehen wieder Bäume schlagen. Bretter. Holzbrett. Jo, komm. Nee, warte. Alle machen wir nicht. Machen wir 6 Stück.
Inventar ist voll. Das geht ja gut los. So, die Orange erstmal weg. Damit ist das Inventar wieder leer. Sehr schön. Lagerkisten. Fehlt uns hier jetzt noch ein Nagel. Mal ein bisschen schlecht gesetzt. Obwohl, wenn wir die nächste drehen, könnte es wieder passen. So, ein Upgrade können wir durchführen, aufbewahren. Schreiben wäre sehr hilfreich. Aber wir packen erstmal hier Zeug rein. Viel passt nicht rein. So, kann man hier was sortieren? Was haben wir hier? Unser ganzes Inventar. Alles, was mit Nahrung zu tun hat. Packen wir erstmal rein. Riegel behalten wir. Nächste Kiste. Alles, was mit Stein zu tun hat, rein. Kupfererz. Eisenbahn. Stück Eisen. Nee, warte mal, Stück Eisen behalten wir im Inventar. Was haben wir hier? Samen kann da rein. Obwohl, der kann bei Essen erstmal mit rein. Gummiharz. Wartet mal, das kommt hier rein. Gummiharz. Eisenerz. Hier machen wir mal Schießpulver. Rehpelz. Ja, den Reh hatte ich jetzt auch schon getötet. Die Samen rein. Okay, da haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Und hier, der Knochen kann noch mit rein. Den Rest brauchen wir dann zum Bauen. Jetzt gucken wir mal, wenn wir eine Falle bauen möchten. Ja, wir brauchten ja diese Fallenmaschine. Da brauchen wir. Oh, Zahnrad. Fallenmaschine. Herstellen. Eine ist hergestellt. Wird auch direkt eingelagert. Für die nächste brauchen wir wieder ein Zahnrad. Sag nicht, wir haben. Nee, guck mal. Wir haben noch zwei Eisenbahnen herstellen. Und jetzt fehlen hier die Eisenbahnen und Kupferdraht. Dann lasst uns mal ein bisschen was besorgen. Nein, wir dürfen hier nicht zu nah an die Fenster gehen. Ich hatte jetzt mitbekommen, dass wir Kupfer, nee, Kupfer sage ich schon, Eisenbahn aus den Fässern rausbekommen. Ja, aus diesen. Nicht immer, aber ab und zu. Wow, ist hier viel los. Naja, später ist das alles kein Problem, ja. Da sind wir froh, wenn ein bisschen Action ist. Ich sag mal, wir müssen halt looten. Hier gibt es genug zu looten. Mal, den würde ich ja jetzt mal mit zum Base schleppen. Nicht, dass wir jetzt zu viel anlocken. Das ist wirklich nicht ohne. Ich glaube, wir haben Schwierigkeitsstufe normal gewählt, also Achtung. Nee. Ein Eisenbahnhammer. Ergaunert.
Kupferdraht, sehr schön. Ja, das ist halt das Schöne, wenn man in der Stadt ist, dass hier eine Menge zu looten gibt. Eisenplatte. Ich werde dann als nächstes erstmal, wie wir das gehabt haben, so eine kleine Fallenstrecke bauen, dass, falls wir hier was anlocken, dass wir dann die direkt in die Falle locken können. So, Eisenbahnen fehlen immer noch. Kein gefunden. Eisenplatte. Warte, Holz brauchen wir auch. Hier hinten ist halbwegs sicher. Hier können wir ein bisschen looten, ein bisschen Holz hacken. Draht wieder bekommen, aber es fehlt immer noch der Eisen, der Eisenbahn, die zweite Fallenmaschine. Da drüben gibt es rostige Fässer. Oben kommen wir nicht hin. Ich habe zuerst das Fass gesehen. Wieder der Fleischer oben. Was macht man denn da jetzt? Hoffen, dass vielleicht noch ein Eisenbahn aus dem LKW kommt. Oh, bin ich jetzt ein bisschen aus dem Takt gekommen? Oh, kommt, naja, abbrechen. Einer kommt selten allein. Schon wieder Level ab. Verrückt. Müssen bald wieder leveln. So viele Punkte zu vergeben. Oder kann man Eisenbahn herstellen? Gute Frage, wa? Naja, gut. Dann können wir erstmal eine Falle bauen. Nehmen wir noch etwas Holz mit. Wir haben auch noch etwas Zeit. Nacht 2
Ich denke mal, wenn wir da zwei Fallen drin haben, wir machen das wieder mit dem Schredder, den wir hatten, und vielleicht noch eine Klingenfalle oder ein Fallbeil. Sowas bauen wir noch mit rein, dass wir wenigstens zwei haben, die wir dann noch irgendwie reparieren können. Dass wir rankommen, ohne selber hineinzulaufen. Jetzt, bist du. Jetzt, wo ich hier hinten bin, hier ist ein Top-Platz für eine Base. Jetzt haben wir das da vorne alles gebaut. Ich könnte mich gerade ärgern. Ein riesiges Gebiet. Jetzt bin ich echt am Überlegen, ob ich nochmal alles umbaue. Wisst ihr, ich habe das Spiel, den Spielstand ja da gespeichert, wo wir angefangen haben. Jetzt ist echt die Frage, was machen wir? Bauen wir dort weiter? So viel haben wir nicht gebaut. Wir haben Fundamente gebaut, die Werktische gebaut und zwei Kisten. Das ist noch nicht so viel. Sag mal hier hinten, wir hätten schon hier ordentlich Platz. Und hier haben wir ziemlich unsere Ruhe hier hinten. Okay, passt auf. Ich überlege mir das. Wir lassen mal die Folge so, wie sie ist. Eventuell lade ich nochmal neu. Dann bauen wir nochmal hier hinten komplett alles auf. Dann ist zwar alles, was wir jetzt hier gelootet haben, für die Katz gewesen. Aber dann seht ihr auch mal, wie, ja, wie man hier denken muss. Und ihr kennt das ja sicherlich auch. Man baut irgendwo, läuft um die Ecke und findet einen neuen Bauplatz und denkt sich, verdammt, hätte ich mal dort gebaut. Gut, da würde ich sagen, wir machen hier mal einen Cut und lasst euch überraschen, wie es weitergeht. Oder schreibt es mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Macht's gut, bis später.